Gärtner. Mein Name ist Nadine Fiedler von der Firma Saat.gut. Wir befinden uns heute hier im Alaunpark in dem Stadtgarten. Hier seht ihr eine wilde Malve. Die Blüten sind essbar im Salat oder könnt ihr auch für Tee verwenden, getrocknet. Könnt ihr ca. Juni ernten. Die jungen Blätter, auch sehr schmackhaft. Könnt ihr in Salate streuen oder wenn ihr einen schönen Brotaufstrich macht, mit drüber. Hat auf jeden Fall ziemlich viel Vitamine. Die Pflanze ist sehr attraktiv für Schmetterlinge, überhaupt für Insekten. Und die Vögel, die mögen sehr gerne die Samen. Zwar sehen die so aus. Um die aufzuheben, pult ihr einfach so die äußere Hülle ab, die geht ganz leicht. Dann habt ihr so rundes Saatgut. Das verpackt ihr in eine Papiertüte gut und lagert es im Dunkeln bis zum neuen Jahr. Dann könnt ihr die ausstreuen auf die Wiese, ein bisschen fest andrücken, angießen und schon ist fertig. Die wachsen sehr gut.